Guten Tag, ich bin Dennis, das ist die Tessa. Ich bin Ergotherapeut und arbeite tiergestützt und mache gerade die Ausbildung zum Hundeerzieher und Verhaltensberater, die bald anfängt. Im Vlog-Videotagebuch halte ich so ein paar Gedanken dazu fest und das hier ist keine Hundeausbildung nach Tierschutzgesetz § 11. Ich bin dazu nicht berechtigt, ich darf das noch gar nicht, aber ich teile einfach mit, was uns so beschäftigt hat. Das letzte Mal war das Thema, warum Leinenkontakt tabu ist, und heute wollte ich mich mit Rückruf beschäftigen und warum der Spaß macht. Ja, zur Struktur. Ich würde erstmal ein bisschen das erzählen zum Rückruf, wie das bei uns war und warum das einfach eine spaßige Sache sein sollte, was Beziehung und Belohnung damit zu tun haben könnte, aus meiner Sicht. Und Tessa macht ihr Geschäft. Im zweiten Teil will ich noch meine Gedanken zur Hundetrainerausbildung ein bisschen erzählen. Viel Spaß dabei. Ja, wie man ein Rückruftraining aufbaut, davon werde ich euch nichts erzählen können, denn das weiß ich noch gar nicht. Ich weiß nur, was mit mir gemacht wurde und Tessa. Wir haben einen hervorragenden Trainer und der hat gesagt, dass wir am besten immer die 1000-Euro-Regel mit im Kopf haben sollten, die da besagt, ruf deinen Hund nur, wenn du 1000 Euro darauf wetten würdest, dass er auch wirklich kommt. Tessa, 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 Tessa! Zu mir! Ich sehe jetzt, dass sie auch wirklich kommt, deswegen habe ich zu mir gesagt. Oh, klasse! Am besten ist natürlich, wenn man sie dann auch belohnen kann. Ich hoffe nicht, aber vielleicht will sie ja spielen. Hallo! Hey, guck mal hier! Naja, immerhin habe ich versucht, mich interessant zu machen. Kardinalsfehler ist mir heute passiert, ich bin ohne Leckerlis aus dem Haus gegangen. Positive Verstärkung und gewaltfreies Training funktioniert eigentlich nur, wenn man auch wirklich mit Leckerlis immer wieder sich ausstattet. Apropos Leckerlis, man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ist es nötig, dass ich die ganze Zeit mit den Dingern um mich schmeiße und meinen Hund damit vollstopfe? Eigentlich nicht. Eigentlich könnt ihr euren Hund wunderbar damit belohnen, dass er mit ihm spielt. Alle Dinge im Leben haben eine Wertigkeit, deswegen, weil Säugetiere und auch der Mensch, der große Teile seines Gehirns gemein hat mit den ganz frühen Lebewesen in der Evolution, Reptilien gehören, sagt man auch, wo sich ein Belohnungssystem befindet. Und dort in dem Zentrum im Gehirn wird entschieden, ob sich etwas gelohnt hat oder nicht. Und deswegen hat alles im Leben irgendwie immer eine Wertigkeit. Und dabei geht es nicht um die Wertigkeit eurer Beziehung oder der Beziehung von mir zu meinem Hund. Tessa und ich haben eine hervorragende Beziehung und trotzdem kommt sie in 10% der Fälle nicht, wenn ich will, dass sie kommt, oder sogar mehr. Es geht darum nicht, nein. Es geht um die jetzige Situation. Wenn sie gerade ein Schinkensteak vor der Nase hat, wieso sollte sie dann in dem Moment kommen, wenn sie doch weiß, ich werde in 2 Minuten immer noch irgendwo in 100 Meter Reichweite sein. Die Lernerfahrung hat sie immerhin, dass ich sie nicht verlasse. Ne? Was natürlich auffällig ist, ist, wenn ein Team, ein Halter versucht, den Hund zurückzurufen, ohne da irgendein Argument für zu haben. Ich frage mich immer, warum soll der Hund jetzt kommen? Willst du dich nicht schmackhaft machen für ihn vielleicht in irgendeiner Form? Da dann erbost rumzubrüllen, ist eher doof. Und Distanz spielt ja eine Rolle, wie wir gelernt haben. Und ich glaube nicht, dass es so wahrscheinlich ist, dass er die Distanz verringert, wenn du deinen Hund dann noch anbrüllst. Deswegen arbeiten wir ohne Strafe. Genau. Hundeerzieher und Verhaltensberater ist ein IHK-Zertifikat, das recht zeitaufwendig und auch komplex ist, mit viel Lerninhalt und viel Praxisstunden. Es kostet auch ganz schön Geld. Dafür hat es eben Hand und Fuß. Ich finde es persönlich ziemlich blöd, dass Hundetrainer keine geschützte Berufsbezeichnung ist in Deutschland. Die einzelnen Veterinärämter, also die das Tierschutzgesetz umsetzen, überprüfen sollen, die handhaben das teils unterschiedlich. Aber immerhin muss man eigentlich überall den Sachkundenachweis in Form eines Fachgesprächs führen. Da gibt es eine Anordnung auf Bundesebene. Leider wurde die Gesetzeslage immer noch nicht konkretisiert, so wie man das eigentlich vorhatte. Und ziemlich blöd ist eben auch, dass in der Szene viele Leute nicht gewaltfrei arbeiten und Hundetrainer in Deutschland manchmal einfach noch auf dem Stand von vor 30 Jahren sind. Ja, so ein bisschen wie beim Klimawandel. Irgendwie gibt es immer noch Doofe, die die aktuellen Erkenntnisse einfach mal eben leugnen. Tessa, 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 Tessa! Zu mir! Ich sehe jetzt, dass sie auch nicht mitkommt. Oh. Naja, immerhin hat es versucht, das anzumachen.
Sprich. Wein.